Richtig. Ich begrüße, ich schlage die junge Dame hier zum Ritter, zum Jedi-Ritter. Geht überhaupt nicht. Mit so einem Ding. Ne? Mit so einem Ding geht gar nicht, kann man gar nicht. Ne? Also die junge Dame ist da beschäftigt, ne? Die schaut sich da, was schaut sie denn an? Bollywood, ne? Irgendwelche Songs. Ha! Ich begrüße euch, total recht, ich bin außer Rand und Band. Ja, ihr habt wieder was Neues gehört. Ja, ich habe wieder was Neues gehört. Und zwar, ja, die Ren. Wo habe ich sie denn hier? Ich schwirr hier irgendwo rum. Ja, da oben. Ne, da. So, sie hier. Muss ich entkommen, muss ich entkommen. Sie ist beschäftigt. Ja, also fangen wir nochmal von vorne an. Ich mache jetzt auch keinen Schnitt. Ne? Genau, ja, sie ist am Arbeiten da unten. Ne? Also, das ist Ren und das ist Kylo. Kylo Ren, wie hieß sie nochmal? Ray, ne? Genau. Ray hieß sie, genau, Entschuldigung. Ich bin heute solcher Außerrandung. Also, Ray und Kylo haben ein düsteres Geheimnis. Sie haben ein düsteres Geheimnis. Ja, in 8 wird das auch verraten, dass die beiden Cousine und Cousin sind. Jetzt könnte man ein bisschen drüber nachdenken. Ist wirklich, ist heute, ist jetzt kein Spoiler oder so, kein Spoiler-Alarm. Die sollen also Cousine und Cousin sein. Jetzt kann man drüber nachdenken, von wem sie da so ist. Also vom, ne, von ihm ist sie immer noch nicht, aber egal. Cousine und Cousin. Also sind irgendwie verschwippt und verschwägert. Irgendwie sind die da, gehören die da so zusammen. Ja, die beiden, ja. Ja, die andere Dame habe ich ja irgendwo anders. Die ist ja da oben. Ne? Ja. Also vermutlich, weil sie ja als Leia verstorben, nicht wahr? Und man will sie auch nicht wieder erwecken. Auch nicht durch Spezialtechnik. Nein. Definitiv ab 9 und aufwärts nicht mehr zu sehen. In 8 natürlich in voller Pracht, ist klar. Da muss halt in 9 was umgearbeitet werden, weil sie in 8 halt noch vollkommen auch Gespräche führt mit ihr. Ne? Die beiden führen Gespräche miteinander. Ne? Möge die Macht mit ihr sein. Ne? Da sagt sie ja so und wird auch ausgebildet. Ja, und die anderen Figuren sind halt noch nicht da. So, das war jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Cousine und Cousin, die beiden hier, Cousine und Cousin, soll da irgendwas passieren? Hm, lassen wir uns überraschen. Ja, dann waren die News schon in eurer Star Wars Lounge hier. Die Star Wars Lounge ist nun mal und bleibt auch, aber sie wird immer weniger. Heute sind wieder einige Figuren von uns gegangen, haben also den Platz gewechselt von hier zu jemand anderem, denn heute feierten einige Geburtstag und die lieben und mögen Star Wars. Und die 12 Inch und 30 cm hohen Figuren sind gute Objekte, wenn die irgendwo stehen, die auch noch sprechen können. Wir hatten einen erstklassigen Yoda da, der also mit Mund arbeitet, die Augen aufging, den Kopf bewegte. Der ist natürlich wie ein Knaller gegangen. Ist klar, Yoda steht sicherlich bei vielen schon im Regal. Bei uns steht er jetzt ganz da oben. Ganz da oben ist er. Ne? Ganz da oben. Kann ich mal zeigen hier. Da oben. Da ganz oben. Ja, dieser schwarze Laser. Dieser schwarze Laser ist aus unserem Trickhaus. Meine lieben Freunde, die uns besuchen kommen und den schwarzen Laser suchen. Den schwarzen Laser gibt es nicht. Jedenfalls nicht bei uns. Wir haben keinen schwarzen Laser, aber den schwarzen Laser gibt es ja bei den Rebels. Also die Rebels haben einen schwarzen Laser. Selber. Habt ihr ja sicherlich schon gesehen, den Mythos. Übrigens, bald kommt auch in Disney XD die 3. Staffel von The Rebels. Die 2. Staffel, daran arbeiten wir noch, dass wir die auch bekommen. Die 1. haben wir ja schon. Wir warten wirklich, dass auch Rogue One als Film bald zu erhalten. Wir haben gerade noch mal bei Amazon reingeschaut. Amazon sagt immer noch, dass 1.12.2017, was das heißt, weiß ich, könntest du mal das schauen, wenn du Lust hast, da eben bei Amazon, wann Rogue One rauskommt? Weil ich habe vorhin mal geguckt, der stand 1.12. Also ich schaue mal eben, ne, ich schaue eben nach, meine Assistentin schaut, ne,
bei Amazon Rogue One 3D. Ja, wir wollen die gerne in 3D haben oder auch von mir aus 2D, weil die erscheint. Wenn wir, mehr, ne, wenn wir gleich sehen, wann die DVD rauskommt oder Blu-ray, wann kommt die raus? 12. Ne? 17. Immer noch. Erscheinen? Okay. Ja, am 1. Dezember. Also es steht immer noch bei Amazon unter 1. Dezember 2017 die 3D-Version Rogue One und auch die normale. Ob es so dabei bleibt, weißt du, du könntest mal mit Assassins eingehen, die Assassins. Also die Assassins kommen eher, wir machen ja nochmal eine Star Wars Launch, aber wir wollen so ein bisschen abdriften wieder in Film, Figuren und Theater. Wir wollen also nicht immer mit diesem schwarzen Saber hier rumhantieren, okay? Aber gar keine Lust so. Wir wollen ja auch bei Filmfiguren viel zeigen. Und? Assassins, kommt. Assassins, da unten. Auch 3D. Wann soll er rauskommen? Steht oben noch nichts. Steht gar nichts? Nee. Also Assassin's Creed 3D sollte an sich im April kommen. Tut mal da drauf auf zwei. Ja, zwei Versionen. Und? Gar nichts? Kein Erscheinungstermin? Ist auch 3D. Ja, ja. Also wir haben Assassin's 3D bestellt, wir haben Rogue One in 3D, 2D bestellt. Und die anderen mit diesen. Wiking. Wir haben also alle vorgestellt, alle DVDs und alle Blu-rays vorgestellt. Ob wir die in den Verkauf übergeben, dann. Genau. Der kommt ja auch irgendwann. Der läuft gerade im Kino. Wie gesagt, sind alle vorbestellt und wir wissen nicht, wann die wirklich erscheinen. Wir haben natürlich bei Facebook einige, die reingeschrieben haben ab April, aber wenn Amazon sagt, den 1.12.2017 und noch keinen anderen Termin, Assassin ist sogar auch zurückgelegt worden, sollte im April, sollte am 24. April rauskommen, wir wissen es nicht. Ja? So. Jetzt fragt aber hier in dieser Star Wars Lounge unter den ganzen Figuren, die wir hier haben, fragt man sich schon, warum regt sich eigentlich keiner auf, dass ihm das Fernsehen sozusagen genommen wird, dass er zusätzliches Fernsehen kaufen soll, dass er für Fernsehen bezahlen soll und ab 2022 sogar für jeden Film, Fernsehen, jede Sendung bezahlen soll. Ab 2022, keiner regt sich auf. Ne? Ist doch unfair, oder? Mhm. Ja, siehst du, unfair. Das ist unfair, weil man muss, also eine Jugend, ne? Wo willst du die Kohle her? Ne? Das sind fast, erstmal das Gerät, 79 Ocken, dann die 60 Euro. Hallo, rechnet mal bitte aus, das sind 120, 130 Euro am Start. Erstmal, wieso denn? Die junge Dame arbeitet zwar, aber so viel Geld hat sie auch nicht über, um Fernsehen zum Schauen zu kaufen. Also Kauffernsehen, also ich weiß nicht. Ich verstehe es nicht, dass ihr euch nicht aufregt. Ihr regt euch hin und wieder mal über Kylo auf und so weiter und so weiter und so fort. Aber über das Fernsehen regt sich keiner auf. Doch ich, sonst hätte ich das jetzt nicht angewandt. Ich bin gespannt, ob irgendeiner von euch mitmacht, auch zu einem Rebell wird. Ich rebelliere. Genau, ich mache das wie Rogue One, ne? Ich rebelliere, ja, genau, ich rebelliere. So, das war es auch schon aus der Lounge. Außer Star Wars, es gibt nicht allzu viel, außer dass jetzt die beiden hier offiziell angeblich Cousine und Cousin sein sollen, die beiden. Na? Ja, das war es an sich schon und das natürlich umgearbeitet wird, ist klar. Man hat also lange genug darüber philosophiert, ob man Leia nochmal aktiviert. Nein, sie wird nicht aktiviert. Sie kommt jetzt in den Schrank, sie bleibt in den Schrank. Wir haben extra so einen Schrein von denjenigen, die es nicht mehr gibt. Die stehen ja alle da. Und da gibt es ja leider schon eine Menge nicht mehr, die bei Star Wars zugänglich, die halt nicht mehr leben. So, das war's halt von uns heute hier. Ich begrüße euch total und recht herzlich wie immer, fast jeden Tag. Kommt vorbei, wir philosophieren über die Figuren, wir reden über die Figuren, sind ja noch einige da. Ob wir vielleicht welche für Weihnachten 2017 hier einkaufen und verkaufen, das wissen wir halt auch noch nicht. Auch ich weiß noch nicht, ob ich Gelder dafür freigeben werde. Ansonsten sage ich euch, wo ihr die kaufen könnt. Ja, bei Amazon ist klar, da könnt ihr die immer kaufen. Das ist ja logisch. Ja, weil also hier vor Ort ist nicht mehr viel los mit Star Wars. Also
Man hört kaum noch Star Wars, Star Wars, Star Wars. Ziemlich ruhig geworden. Also ich bin verschwunden. Wünsche euch einen tollen Abend, tollen Tag, viel Spaß. Und wie gesagt, in 10 Monaten, heute in 10 Monaten, ist kein Scherz, heute in 10 Monaten ist Star Wars Episode 8 in den Kinos. Und das soll auch heißen, oder? Ja, ja, ja. Also macht's gut. 21. Come in, Mr. Mayor. Can you hear me? Not quite. How about now? Is this better? Yeah. Yeah, sort of. Hello? Am I getting through? Kind of losing you. How about this? If I get up real close, can you read me?